Da bin ich wieder und ja, machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nachdem wir letztes Mal den Boss besiegt haben, wurden wir in die römische Bar da bestellt. Na, gucken wir mal, dass wir uns auch auf den Weg dahin machen. Mit Vollspeed. Kannst du das sein, oder? Ja. Akuda Bar in der Fußgängerzone. Okay, wissen wir Bescheid. Da war noch ein Fußgänger. Ja. Ey, Kamera-Space manchmal richtig. Ich wollte mal die Fußgängerzone ansehen. Ja, ich weiß, da wollten wir auch gerade hin, oder? Komm, ist in Ordnung. Letzte Nacht wurden wieder 40 Leute entführt. Was haben uns denn die Menschen jetzt gesagt? Ja, diese Doms. Wir kommen alle noch dran. Jetzt mit euch reden? Ja, geht doch. Okay. Sprechen wir einfach alle mal mit dem Kennwort an. Ja, hast mich gut verstanden. Noch auffälliger neben der Wache. Dich habe ich schon angesprochen. Dich auch? Nein. Klar. Terroristen. Hast ja Ahnung. Habe ich da eine Perle? Kontoidentifizierung. Okay. Nice. War ja billig. Ja, genau. Weil ich die Perle ja nicht vorher schon gekauft habe. Was hier? Zutritt nur für Anwohner und Bürger mit offiziellem Stadtpass. Okay. Ach, sind wir schon dran vorbei, oder? Ja, scheinbar. Naja, egal. Dann machen wir uns mal auf in die Akuda Bar hier. Denn hier? Kontoidentifizierung. Okay. Kann ich hier ein schönes kaufen? Komm, nehmen wir beide. Gut, du bist registriert. Informationen sind immer gut. Okay. Schlecht, wenn man selber Journalist sein will. Glückwunsch! Sie haben sich für das hylianische Wort... Ja, super. Komm ich hier rein? Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Na klar. Was sind das eigentlich? Das ist nur unser Abdienst, ja. Was seid ihr? Oh, da steht nur ein I neben. Hm, komisch. Gehen wir einfach mal weiter. Fotografieren wir das Viech direkt. Ein Taurus Klasse. Sapiens. Ein Foto noch, komm. Da drin wird sich da wohl was finden. Hallo Mo. Hi Jade. Ah ja, an den erinnere ich mich noch. Da muss man bei diesem Spiel Hi, Paige. Gewinnen, um die Perle abzunehmen. Die erste Runde geht auf mich. Reden wir mal mit ihm. Und zwar? Na klar kann ich schweigen. Okay. Was mal an. Die Doms schlagen wieder zu. Vor zwei Tagen im Westviertel. Ohne die Hilfe der tapferen Alpha-Abteilung wären die Verluste noch höher ausgefallen. Na klar. Alles Propaganda. Ah,
Hätte ich auch mal vorher dran denken können. Die Auflistung wird lang. Okay, dieser Film ist voll. Gut. Krieg ich wieder eine Perle? Ich überweise eine Perle. Yay. Und ich werde den Film neu laden. Bin ich mal gespannt, was ich als nächstes krieg. Das ist ein Mensch, oder? Ja. Hab ich. So. Komm ich schon mal. Komm her, Alter. Kleine Lady. Versuch dein Glück bei Peepers. Ah, komm ich mal. Klingt ja sehr vertrauenswürdig. Schuppen am Brunnenplatz rechter Hand. Gute Arbeit, Jade. Gute Arbeit, weil ich einen Code gefunden habe. Herzlichen Glückwunsch. Kann er da übertreiben. Konto, Identifizierung. Okay. Okay. Aber ich habe doch gar nichts eingesetzt. Aber geht aber schnell hier. Rechts immer noch, ne? Mitte. Ja. Du kannst Zimmer Nummer 3 haben. Es wird dir sicher gefallen. Da ist ein schöner alter Schrank. Den solltest du dir ansehen. Ach, ganz unauffällig heute. Perfekto, ich nehm's auf. H8Z6. Gucken wir doch mal. H8Z6. Bestätigen. Nice! Findet man hier noch was aus dem Schrank? Scheinbar nicht. Dann gehen wir auch direkt mal durch. War aber sehr gut getarnt, muss ich sagen. Freunde, ja, den kennen wir doch. Darf ich euch Jade vorstellen? Unsere neue Agentin. Wir haben Sie erwartet. Kommen Sie näher. Das ist May, Redakteurin und Herausgeberin unserer Iris-Zeitung. Nino, unser Funker und unermüdlicher Plakatkleber. Hey, auf diesen Monitoren können Sie die meisten unserer Korrespondenten sehen. Sie operieren im ganzen Universum in mehr als 13 Systemen. Peepers kennen Sie ja bereits. Es war seine Idee, Ihnen diesen Job anzubieten. Er wusste, dass Sie den Test bestehen würden. Man müsste blind sein, um das nicht zu sehen. Das Kind hat Talent. Hören Sie zu, Jade. Die Ereignisse gewinnen an Schwung. Eine Bombe der Donts ist im Kanal explodiert. Offenbar hat die Alpha-Abteilung den Sektor abgeriegelt. Sie haben alle von dort evakuiert. Zu Ihrem Schutz, richtig? Niemand weiß, wohin Sie gebracht wurden, Jade. Die Gouverneurin von Hillis hat sich direkt danach an uns gewandt. Sie ist bereit zu helfen, aber ihr HQ wird überwacht. Sie können uns helfen, diese Leute zu retten, Jade. Nino, erklär uns die Situation. Gut, also das wissen wir. Die Opfer wurden von der Alpha-Abteilung entführt und zur Nutri-Pillenfabrik gebracht. Dann brachte man sie mit Shuttles zu den alten Schlachthäusern. Von dort wurden sie mit Militärkreuzern zum Mond transportiert. Wir wissen nicht, was sie dort erwartet. Keiner unserer Agenten ist jemals von dort zurückgekehrt. Vor 4 Tagen verloren wir den Kontakt zu Double H in der Nutri-Pillenfabrik. Er war unser bester Agent. Kannte. Unser Freund. Double H sollte uns Beweise für die Anwesenheit der Donts bringen. Seine letzten Fotos waren erschreckend. Ein Seelenfresser? Nee. Jemand muss die Mission zu Ende führen. Seelenfresser? Sie können ablehnen. Weiter. Wir brauchen Beweise. Erstens gehen Sie in die Nutri-Pillenfabrik. Zweitens machen Sie Fotos von den Alphas und ihren Opfern. May wird ständig Kontakt halten. Sie wird ihre Fotos veröffentlichen, sobald sie bekommt. Die Leute müssen die Wahrheit erfahren. Ja, das würde ich auch gern. Zum Beispiel, wer hier lügt und wer nicht. Oh ja. Hier ist die offizielle Stadtpass. Wir verdanken Ihnen der Gouverneur. Er wird Ihnen bestimmte Türen öffnen. Viel Glück. Ah, da wo ich vorhin nicht reinkam. Muy bien. Jade,
Ich habe dir eine M-Disk gebrannt. Ich leg sie hier hin. Darauf wird alles... Okay. Ich glaube, die habe ich noch nicht... Nee. Ein Felisapien. Bravo, Jade. Der gibt wieder eine Perle. Ja, ich würde sagen, die Folge heute war zwar vielleicht nicht ganz so spannend, aber hat uns in der Story deutlich weitergebracht. Also bis dahin. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und see ya!